bin halt eben mit den Merkmalen eines Mannes geboren. Und ja, irgendwie habe ich mich damit nie wohlgefühlt. Also ich kann es nicht wirklich erklären, wie und was. Aber es war halt immer, hat gestört. Äußerlich ein Mann, innerlich eine Frau. So hat Anna Roth es empfunden, seit sie denken kann. Schon als Jugendliche hatte sie das Gefühl, im falschen Körper zu leben. Aber das vertraute sie niemandem an. Dann ging natürlich auch irgendwann in dieser Zeit die Witze über Transvestiten und Homosexuelle und so weiter und so fort bei uns in der Schule los. Und damit war für mich eigentlich klar, okay, das darf man alles nicht sein, weil ansonsten gehört man nicht mehr zur Gesellschaft und wird ausgeschlossen. Anna Roth lebt heute in Heidelberg. Aufgewachsen ist sie aber in den 90er Jahren in einem Dorf im Schwarzwald. Kein Ort und keine Zeit, das zu leben, was sie fühlte. Aber auch als Erwachsene verdrängt sie ihr Inneres, versucht ein Mann zu sein, auf Teufel komm raus. Ich hab mich verloren, hast du mich gesehen? Ich laufe den Weg ab, um nicht rumzustehen. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Bleib ich, wie ich war, oder suche ich mich? Der Prozess dahin war auf jeden Fall so ein Auf und Ab und ein Wehren dagegen. Also ich wäre viel lieber nicht trans gewesen auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja, aber zum Schluss war es dann eben doch so. Und als ich das dann angenommen habe für mich selbst und ich dann auch damit nach draußen gegangen bin, da war die Welt dann auf einmal in Ordnung. Also da habe ich so richtig gemerkt, wie so ein Fels von meiner Schulter runtergegangen ist. Mehr als 30 Jahre dauert es, bis Anna Roth sich und der Welt eingesteht, wer sie wirklich ist. Dann aber macht sie Nägel mit Köpfen, ändert Outfit und Namen, beginnt eine Hormontherapie. Schöne Zeit, Frau. Bitte kommen Sie rein. Um auch äußerlich zur Frau zu werden, müssen sich Transfrauen wie Anna in Deutschland als erstes einer Psychotherapie unterziehen. Kommt diese zum Ergebnis, dass sie es ernst meinen, bekommen sie Hormone. Das Testosteron wird komplett blockiert, fast gar nicht mehr nachweisbar, und gleichzeitig ist Östrogen. Und damit kommt es dann auch zu einer äußerlichen und auch innerlichen Verweiblichung. So langsam tut sich was auch an meinem Körper. Relativ toll eigentlich auch. Also fühlt sich alles gut an. Am Ende des Weges steht für Anna Roth aber noch mehr. Sie will sich operieren lassen. Alles Männliche soll verschwinden. Ich will einfach nicht erkannt werden als Transfrau, sondern einfach als Frau ganz normal mein Leben führen und über die Straße gehen und mich nicht damit belästigen lassen müssen. Denn Belästigung ist ein Thema. Egal wo sie auftaucht, die Leute gucken, tuscheln und manchmal wird es auch bedrohlich. Das ist mir tatsächlich vor noch nicht mal einem Monat passiert, dass mir so richtig hinterhergerufen worden ist. Du Transvestit, lauf, wenn du leben willst. Und dann bin ich gelaufen, ja. Solche Erlebnisse tun weh und werfen die 39-Jährige immer wieder aus der Bahn. Rückhalt erfährt sie dagegen im Freundeskreis. Der hat sich nicht verändert. Dort wird sie genauso akzeptiert und geschätzt wie vor ihrem Outing. Yay, ja, auf jeden Fall. Für mich war es gar kein Wechsel, weil die Person ist ja die gleiche geblieben. Es hat sich also zwischen uns jetzt nichts verändert, auf jeden Fall, sondern eher ist einfach intensiver geworden, unser Kontakt. Ich freue mich, dass sie so ist, wie sie ist. Akzeptiert sein, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Das ist für Anna Roth super wichtig. In Bezug auf sich selbst, aber auch auf andere. Deshalb engagiert sie sich im queeren Zentrum Mannheim. Ein Treffpunkt und Rückzugsraum für alle, die sich in puncto Gender abseits des Mainstreams bewegen. Das ist so ein Stück Durchatmen einfach. Also wenn man nach so einem stressigen Arbeitstag und ja, alles lief vielleicht nicht so ganz so gut, man ist dann vielleicht noch einmal in der Fußgängerzone komisch angeguckt worden oder hat eine seltsame Frage bekommen und dann kommt man hier an und das ist halt einfach toll. Das Leben als Transfrau ist nicht einfach, manchmal ein Kampf. Aber Anna Roth hat sich diesem Kampf gestellt und sie will ihn gewinnen.
Das ist ja das Verwunderliche, ja, dass man dann sich dann fragt, hätte ich das mal irgendwann mal irgendwie spüren müssen? Oder gab es irgendwelche Anzeichen? Und wenn ich dann aber zurückblicke, dann kann ich sagen, nein, es gab es die nicht oder ich habe sie nicht gesehen. So richtig fassen kann sie es manchmal immer noch nicht. Mehr als 30 Jahre lang ist Carla Roth der festen Überzeugung, einen Sohn zu haben. Dass ihr einziges Kind sich nicht so sieht, sondern Tochter sein will, das ahnt sie nicht. Schonacher steht sie ja genau, Weihnachten, das erste Weihnachten, ganz genau in Schonach. Also ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn ich damals gekommen wäre. Ich bin eigentlich ein Mädchen. Genau. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, ja. Dann setze ich Kaffeewasser auf und du kannst einen Kuchen rausstellen. Am Sonntag gibt's Kuchen, das ist Tradition. Und auch sonst wächst Anna Roth bürgerlich auf, in einem Dorf im Schwarzwald. Ihre Mutter ist zwar alleinerziehend, aber das ist auch alles, was sie von den anderen unterscheidet. Anna, damals noch Berthold, wächst behütet auf. Umso krasser ist der Moment, als sie sich outet. Als sie dann so gesagt hat, du, ich fühle mich als Frau, da war ich schon erstmal mega überrascht. Und überwältigt. Aber schon auch dankbar, dass es mir überhaupt gesagt hat. Das hat mir überhaupt nicht leicht gefallen, auf jeden Fall. Weil es ja klar ist, dass es so ein großer Moment ist halt einfach. Und war dann einfach nur erleichtert, als es dann draußen war. Aber bis es soweit war, das hat auch irgendwie ewig gedauert. Ich habe ja eine halbe Stunde rumgestottert, bis es dann endlich mal draußen war. Anna Roth fällt das Outing auch deswegen schwer, weil es bedeutet, an diesem Tisch werden niemals Enkelkinder sitzen. Ihre Mama wird niemals Oma werden. Ganz verzichten auf Kinder kann und will Anna Roth aber nicht. Deshalb unternimmt sie, wann immer möglich, etwas mit ihren Patenkindern. Die akzeptieren sie so, wie sie ist, genauso die Eltern. Der Mensch innen drin, der ist ja gleich geblieben, ne? Oder? Ich denke doch, ja. Der Mensch ist gleich geblieben. Also es macht keinen Unterschied, ob sie jetzt einen männlichen Namen hat und Hosen trägt oder einen weiblichen Namen und sich schminkt. So entspannt konnte Anna Roths Mutter es nicht sehen, zumindest nicht am Anfang. Sie brauchte Zeit, um sich anzufreunden, mit dem Gedanken, statt eines Sohnes nun eine Tochter zu haben. Oh ja, das auf jeden Fall, ja. Das ist schon auch ein Stück Trauer, also war schon auch ein bisschen Trauer. Aber ich konnte es denn, weil ich es denn verstanden habe, ja. Und seit ich mich reindenken kann, fällt es mir viel, viel, viel leichter. Mutter und Kind mussten sich neu kennenlernen. Altes begraben, Neues entdecken. War auf jeden Fall auch danach nicht ganz, also war jetzt nicht so, oh ja, toll, alles schön, sondern ja, wie gesagt, es war dann auch nochmal ein Prozess. Ja, und irgendwann hat es dann nochmal so ein bisschen Klack gemacht. Ich weiß auch nicht, welcher Moment das war, aber auf einmal war, glaube ich, bei dir einfach klar, ich bin Anna und ich war schon immer Anna. Und seitdem läuft es super. Sieht man das Grüne dahin? Einen Sohn verloren, eine Tochter gewonnen. So kann Carla Roth die Entscheidung ihres einzigen Kindes mittlerweile sehen. Dieser Rückhalt beflügelt und erleichtert. Vor allem an Tagen, an denen Licht und Schatten sich abwechseln, der Enthusiasmus angefressen wird von Zweifel und Unsicherheiten. Denn Familie ist nicht alles, auch im Job muss es laufen. Man kann sich nicht ständig verkleiden und eine andere Rolle spielen. Das Doppelleben geht auf Dauer auch nicht gut. Also, weil man macht sich halt kaputt einfach. Also sowohl im Kopf als auch, es ist wahnsinnig anstrengend. Jahrzehntelang hat sie es probiert, ein echter Mann zu sein. Anna Roth, seit 18 Jahren in der IT-Abteilung bei einem Schwetzinger Baustoffhersteller.
Ich habe halt geraucht, ich habe versucht, Alkohol zu trinken. So 3 Tage war, habe sehr viel gearbeitet, habe da sicherlich auch nicht immer alle sonderlich gut behandelt, sage ich mal. Also ich war halt immer sehr, sehr tough oder habe versucht, sehr tough zu sein, sagen wir mal so. Hart sein, obwohl sie eigentlich zart ist. Dieser Spagat zermürbt die heute 39-Jährige. Eine Zeit lang versucht sie sogar, ein Doppelleben zu führen. Lebt tagsüber als Mann, schlüpft nach der Arbeit in Frauenkleider. Bis sie nicht mehr kann. Und in einem Rundschreiben an alle Kollegen erklärt, ich bin nicht mehr Berthold, ich bin jetzt Anna. Es war gigantisch. Also die Mail ging ja irgendwie, glaube ich, freitags raus. Und montags bin ich dann hier mit der Geschäftsleitung von Abteilung zu Abteilung, habe mich quasi neu vorgestellt. Und ja, ich habe schon die Rückmeldung bekommen, so endlich oder passt besser. Das war auf jeden Fall auch erstaunlich. Ja, ich dachte so, ja, ich komme jetzt irgendwie wie vom Mars irgendwie. Ja, genau, und das war dann halt einfach nicht so. Im Gegenteil, manche im Betrieb empfinden ihr Outing sogar als befreiend. Es war eher eine Erleichterung, auch für mich, weil man hat ja diese Metamorphose gesehen. Und man traut sich aber nicht, jemanden deswegen anzusprechen. Man vermutet es und man traut sich nicht, die mal anzusprechen. Ist das so? Das Reden und Schleichen um den heißen Brei ist endlich vorüber. Und statt blöder Sprüche gibt es zum Neustart das hier. Dann stand halt hier direkt auf meinem Platz so eine Torte, so eine Einhorntorte. Ja, das war total, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nicht geheult, aber ich war kurz davor auf jeden Fall. Also das war einfach... Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und das war echt super, 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 super toll. Leicht wie eine Feder fühlt sie sich an diesem Tag. Vor allem, weil auch ihre männlichen Kollegen sie schneller akzeptieren, als sie befürchtet hatte. Grüß dich, Ralf. Hi. Klar, im ersten Moment denkt man, oh, hoffentlich lache ich nicht vielleicht. Ne? Aber weil es halt ganz anders dann ist, ne? Und mit Lippenstift und hier. Aber es war alles dezent, das war alles gut und das war für mich dann in dem Moment wirklich normal. Und es war für mich dann auch sofort die Anna. Also es gab, Berthold war für mich dann schon abgeschlossen. Anna Roth hat Glück und das weiß sie auch. Denn dass eine Verwandlung wie ihre so positiv aufgenommen wird, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin ja in der Selbsthilfegruppe und da hört man auf jeden Fall auch Gegenteiliges, ja, dass eben getuschelt wird. Also eben, das ist ja so dieses ganz Schlimme, also finde ich auf jeden Fall. Also ich erlebe das halt manchmal, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe oder so und dann merkt man halt, wie dann manche Leute so ein bisschen weggehen. Aber man merkt halt, dass sie über einen reden und wenn das halt dann im Betrieb ist, so jeden Tag, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr bedrückend einfach. Die positiven Reaktionen und der Rückhalt in der Familie, dem Freundeskreis und bei der Arbeit bestärken Anna Roth, auch den letzten, unwiederbringlichen Schritt zu gehen, eine geschlechtsangleichende Operation. Der Weg dorthin ist allerdings nicht einfach, denn wegen Corona wird die lang geplante OP kurzfristig abgesagt. Es ist erstmal so eine Welt zusammengebrochen, so ein bisschen. Ja, ich will es endlich richtig haben, sozusagen. Und dass es jetzt gerade natürlich dann abgesagt wird, so kurz vor Erreichen, ja, ist sehr, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Einen Moment, ich brauche kurz was. Ich brauche kurz was zum Schreiben. Und dann auf einmal geht doch was. 25.02.2022. So, jetzt habe ich einen neuen OP-Termin. Ja, super. Riesenfreude. Was Anna Roth nicht weiß, auch dieser Termin wird nicht zustande kommen. Mach's gut. Auch ganz, ganz gut. Toi, toi, toi. Ja, wird schon werden. Ja. Es ist ein Abschied im doppelten Sinne. Wenn Anna Roth ihre Mutter wieder sieht, ist sie endgültig vom Sohn zur Tochter geworden. Eigentlich wäre das schon längst geschehen, aber wegen Corona wurde die OP 2-mal verschoben. Da ging es mir erstmal überhaupt nicht gut. Genau, aber ja, hab die Zeit jetzt dann doch ganz gut überstanden. Die Absagen waren ein Schlag ins Gesicht. Zweifel an ihrer Entscheidung sind Anna Roth aber nicht gekommen. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich so total leicht und freudig. Natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Also das, ja, ist, glaube ich, auch so ein bisschen normal bei der ganzen Geschichte. Aber
Ja, also im Vergleich zu dem, was man an Risiken hat und so weiter und so fort, bin ich trotzdem sehr relaxed irgendwie. Anders geht es ihrer Mutter Carla Roth. Wegen Corona darf sie nicht mit ins Krankenhaus. Das macht sie schon ein bisschen wehmütig, sie da jetzt da ganz alleine jetzt zu diesen letzten Schritten zu gehen. Ja, doch, nee, da merke ich schon ein bisschen die Tränen nach. Es war ein langer Weg. Mehr als 30 Jahre lang fühlt Anna Roth sich nicht zu Hause in dem Körper, den die Natur ihr gegeben hat. Nun will sie ihn verändern lassen. Eine Operation soll sie auch äußerlich zur Frau machen. Wir werden bei der Operation zunächst die Hoden hier beidseits entfernen. Und die Vagina, die bilden wir aus der Haut des Penis, sodass sie ganz am Schluss der Operation ein vollständig funktionsfähiges neues Genital haben. Kurz zur Übersicht. Hier sind ein unglaublich aufwendiger Eingriff, voller Risiken und Schmerzen. Das wird im Vorgespräch mit Operateur Benjamin Meister deutlich. Und trotzdem ist Anna Roth fest entschlossen. Ich will nicht nur die Optik haben, sondern wirklich Sex haben können, sozusagen. Genau, richtig. Und ja, deswegen habe ich mich für die große Lösung entschieden, auf jeden Fall, ja. Große Lösung, das bedeutet keine männlichen Geschlechtsteile mehr. Ein krasser Schritt, auch für die behandelnden Ärzte. Deshalb müssen für sie bestimmte Voraussetzungen immer erfüllt sein. Das ist jetzt nicht nur ein Wunsch, dass es mal ein bisschen anders aussieht oder wie auch immer. Da steckt tatsächlich in aller Regel ein richtig starker, tiefgreifender Leidensdruck dahinter, der uns Ärzte dazu führt, dass wir behandeln möchten und diesen Leidensdruck lindern wollen. Und nur, wenn dieser Leidensdruck spürbar sei, über einen längeren Zeitraum, nur dann werde auch operiert. Bei Anna Roth sind die Ärzte sich sicher. Die Frau Roth macht ja einen persönlich sehr stabilen Eindruck. Ich glaube, die Frau Roth weiß, was sie will, schwankt da nicht viel hin und her. Da habe ich ein besonders gutes, positives Gefühl. Das ist wichtig, denn es kommt auch vor, dass Transgender-Patienten ihre Entscheidung zurücknehmen. Anna Roth kann sich das nicht vorstellen. Sie will Frau sein, ganz und gar. Ich hatte ja eigentlich schon als Kind so dieses Gefühl, dass das da unten alles nicht so ist, wie es sein soll. Und die Erwartung, dass es jetzt endlich so ist, wie ich mir das schon immer vorgestellt habe, ist halt einfach viel größer als ja, die Bedenken oder die Risiken, die dabei stattfinden können. Aber entsprechen die Erwartungen und Vorstellungen auch der Realität? Wird das Ergebnis so wie erhofft? Das lässt sich nicht vorhersagen. Zwar geht bei den allermeisten Operationen alles gut, aber ein Risiko ist immer dabei. Die Gefühle fahren Achterbahn. Bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon, aber ja, super Gefühl auf jeden Fall. Knapp 6 Stunden wird die Operation dauern. Dann ist jede Spur der von ihr verhassten Männlichkeit getilgt. Und Anna Roth bekommt auch äußerlich das Geschlecht, das sie innerlich schon lange fühlt. Ich hab mich gewendet, ich hab mich gedreht. Es fühlt sich total super an. Also ich habe zu meiner Freundin schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich überhaupt das letzte Mal irgendwo in der Nähe von einem Freibad oder sowas war. Und ja, es ist einfach wunderschön, wunderbar. Ja. Anna Roth ist glücklich. Zum ersten Mal seit 10 Jahren traut sie sich ins Freibad mit einer Freundin und deren Kindern. Früher hätte sie hier nicht so entspannt liegen können, weil sie sich nicht wohlfühlte in ihrem männlichen Körper. Das ist jetzt anders, denn seit 6 Wochen ist Anna Roth auch äußerlich eine Frau. In einer aufwendigen Operation wurden ihr Penis und Hoden entfernt und weibliche Geschlechtsorgane modelliert. Ein großer und schmerzhafter Eingriff, aber für sie hat sich das Leiden gelohnt. Ich habe so an mir runtergeguckt und das war einfach richtig. Das war wirklich so. Das war einfach richtig. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es hat so überhaupt nichts gefehlt. Es war einfach, ja, genial. Anna, komm rein.
Endlich ganz Frau sein, davon hat Anna Roth immer geträumt. Wobei sie von anderen schon noch als Transfrau erkannt und angesprochen wird. Sowas wie, wie war das? Also hat Ihre Familie Sie akzeptiert? Ja, absolut. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in meiner Familie absoluten Rückhalt hatte und absolutes Verständnis. Ja, das waren meine Fragen. Eigentlich mag es Anna Roth nicht aufzufallen, würde am liebsten gar nicht als Transfrau erkannt werden. Aber sie hat gelernt, damit umzugehen. Also passiert eher selten, aber wenn es so junge Mädels oder Jungs sind, finde ich das immer toll, weil man jetzt auch sieht, dass es in der Gesellschaft schon viel weiter ist. Und ja, ich finde es immer so ein bisschen wichtig, so diese Aufklärung halt mitzumachen. Damit die nächste Generation vielleicht weniger Vorbehalte hat zu der Frage, was männlich oder weiblich eigentlich bedeutet. Die Operation hat Anna Roth äußerlich verändert, aber auch innerlich ist sie nicht mehr dieselbe. Ich fühle mich ganz anders. Also ich weiß nicht so wirklich, wie man das erklären kann, aber es ist einfach, ich bin viel mehr ich. Also ich bin auch letztens das erste Mal ungeschminkt spazieren gegangen. Das habe ich irgendwie seit Jahren nicht mehr gemacht. Also seitdem ich geoutet bin ich grundsätzlich nur geschminkt joggen gewesen, spazieren gewesen und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird sich in Zukunft so ein bisschen mehr ändern. Anna Roth braucht keine Schminke mehr, um sich weiblich zu fühlen. Sie ist angekommen in sich und ihrem Körper. Was jetzt noch fehlt, ist ein Mensch an ihrer Seite. Was also macht die Liebe? Aktuell noch nichts, muss ich ehrlich sagen. Also ich war jetzt so mit mir selber, mit meinem Körper und dem Gesundwerden beschäftigt. Ja, ich denke, das wird sich jetzt so dann wieder mal einpendeln. Hoffe ich doch. Ja. Wer bin ich? Diese Frage hat Anna Roth lange umgetrieben. Jetzt richtet sich ihr Blick nach außen. Sie macht mit bei Kunstprojekten, engagiert sich für mehr Vielfalt und sie hat eine Ausbildung absolviert. Als Beraterin für Menschen, die sich nicht wohlfühlen mit ihrem Geschlecht. Ich will einfach Menschen helfen, die in derselben Situation waren wie ich mal irgendwann und nicht wissen so, oh, was muss ich denn jetzt machen oder total mit sich selber überfordert sind, so wie es halt eben geht. Und ja, viele suchen dann eben einfach Menschen, die ihnen helfen können. Und ja, wer, wenn nicht wir, wo es schon durchlaufen haben, kann am besten helfen. Anna Roth ist angekommen. In ihrem neuen Körper und bei sich selbst. Was sie sich jetzt noch wünscht, ist Akzeptanz. Nicht nur im Freundeskreis, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Dass sie nicht als schräger Vogel gesehen wird, sondern als ganz normaler Mensch. Nicht mehr und nicht weniger.